Prominenten Besuch gab es in der vergangenen Woche an unserer Uni. Der ehemalige Ministerpräsident Wolfgang Böhmer und die überzeugte Kommunistin Sarah Wagenknecht trafen im Rahmen der traditionellen Podiumsdiskussion der Wirtschaftsjunioren aufeinander. Konservativ trifft auf extrem links. Polarisierende Meinungen und spannende Gespräche waren im Hörsaal 5 der Uni zu erwarten. Im Endeffekt bin ich gespannt, wie die Frage von den Teilnehmenden beantwortet wird, weil ich sie ziemlich allgemein fast sehe. Und mich hatte auch mal interessiert, was Frau Wagenknecht zu dieser Frage äußert. Eine gute Diskussion und dass man ein bisschen so zum Grundeinkommen die verschiedenen Meinungen hört vielleicht. Tja, dass Sarah Wagenknecht uns allen ordentlich einheizen wird. Gekonnt führte Moderator Tino Grosche durch die Diskussion. Weitere Gesprächspartner waren Professor Karl-Heinz Paquet und Jan-Christian Becker, Geschäftsführer der Schubert GmbH. Über die Fragestellung Politik oder Wirtschaft, wer gestaltet Zukunft, sollte diskutiert werden. Über Themen wie das Freihandelsabkommen sowie Arbeit und Lohn wurde gesprochen. Durch die zeitliche Begrenzung von einer Stunde konnten diese jedoch nur angerissen werden, was auch viele der Zuschauer enttäuschte. Also ich fand es tatsächlich sehr unterhaltsam. Klar bleibt bei so einer großen Runde auch so das Nachfragen ein bisschen auf der Strecke. Und tatsächlich ist auch offen geblieben, wer eigentlich in unserem Land Sachsen-Anhalt die Zukunft so ein bisschen mitgestalten soll, weil ich habe leider keinen Landespolitiker auf dem Podium gesehen. Ich bin sehr unzufrieden darüber, dass es keine Möglichkeit gab, sich zu beteiligen, auch Fragen zu stellen, sich einzubringen, andere Meinungen zu vertreten, weil mir manche Aussagen einfach zu platt waren, zu lapidar. Ich habe mir ein bisschen mehr kontroverse Diskussionen erwartet. Manche Fragen fand ich auch ein bisschen zu irrelevant. Da hätte ich mir gewünscht, dass es einen stärkeren Fokus eben auf Sachsen-Anhalt letztendlich oder zumindest Deutschland gibt. Unterm Strich war das Aufeinandertreffen der zwei harmonischer als zuvor erwartet.